Hey, meine Lieben. Ja, ich dachte mir, ich melde mich mal wieder mit einer kleinen Review. Denn ich möchte euch heute eins meiner neuesten Einzüge zu meiner Die Eiskönigin-Sammlung zeigen. Und ja, und ich dachte mir, eigentlich wollte ich ja einen neuen Teil von meinem Q&A machen. Aber dazu hätte ich mich jetzt erst schminken müssen und zurecht machen müssen, damit ich einigermaßen ansehbar bin. Und da ich heute frei habe und meinen Haushalt gemacht habe und das Ganze, dachte ich mir, ich mache lieber ein Video, wo ich hinter der Kamera bin. Und ich denke mal, dann morgen oder am Donnerstag, spätestens dann am Donnerstag, wie gesagt, kommt dann eben ein neuer Teil zu meinem Q&A. Und ja, und ich wollte euch, wie gesagt, heute in diesem Video meine Elsa zeigen von Hasbro. Ich bin ja eigentlich, ich sag's eigentlich jedes Mal in so die Disney Store Videos, dass ich mehr so der Disney Store Puppenfan bin, weil die halt einfach optisch schöner aussehen. Aber ich muss sagen, bei dieser Hasbro Elsa habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht. Ich hatte auch schon ja die Elsa in ihrem Abenteuer-Outfit, aber ich habe die dann ja wieder verkauft gehabt, nachdem ich ja die vom Disney Store hatte, weil die tausendmal schöner war. Aber ich muss sagen, ich finde diese Elsa wirklich wunderschön. Und ja, und ich muss sagen, optisch finde ich sogar ihr Kleid ansprechender wie das vom Disney Store. Ich mache hier auch gleich in dem Video einen kleinen Vergleich, wo ich euch mal ein bisschen was zeige, wie sich die Hasbro Elsa zur Disney Store Elsa, wie sagt man? Ja, auf jeden Fall, dass die anders aussehen. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Ich wollte euch jetzt aber erstmal die Verpackung zeigen. Und zwar sieht die so aus. Also, ja, also man hat wieder das Übliche, hier dieser weiße Baum. Dann steht hier eben, singt, zeige dich. Also sie singt, was ich auch sehr toll finde. Es gibt dann noch die Anna dazu. Und die singt ja, so wird's immer sein, was ich jetzt ein bisschen unlogisch finde, aber okay. ja, dann hat man hier unten Anna und Elsa hingemacht, warum auch immer. Ich hätte jetzt eigentlich ein schöneres Bild von der Snow Queen Elsa, also Elsa in ihrem Kleid, was sie da auch trägt, hätte ich da jetzt schöner gefunden. Dann steht hier noch Hasbro 3 Plus, also dass die Puppe halt erst ab 3 Jahren geeignet ist. Und dann hier eben Disney's Frozen 2 und hier dann eben noch Musical Adventure Elsa auf Englisch oder auf Deutsch Traummelodie Elsa. Ja, dann wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hier noch Elsa ein bisschen in groß. Da hätte ich auch wiederum ein passendes Bild von Elsa jetzt mir gewünscht, wo sie auch das Kleid trägt, was sie halt eben als Puppe halt dann trägt und nicht hier eben wieder mal so was Liebloses dahingeklatscht, obwohl ihr Hasbro da wenigstens hinten drauf was macht. Das macht ja der Disney Store ja schon gar nicht mehr. Ja, und dann haben wir hier nochmal Disney's Frozen 2 stehen und hier auf mehreren Sprachen. Als eine alte Magie erwacht, begibt sich Elsa auf eine weite Reise, um ihre Kräfte auf die Probe zu stellen und entdeckt, wer sie sein soll. Ja, dann haben wir hier auch noch Olaf. Und ja, hier dann auch noch 3 Plus-Batterien, also die LR44. Die gleichen, die übrigens auch in die Proplika-Sachen reinkommen, wenn da die Batterien eben leer sind, die dann schon drin sind, dass man das eben Bescheid weiß, welche hier da rein müssen. Und dann eben hier nochmal Achtung und bla bla bla, dass halt eben die Puppe erst ab 3 Jahren geeignet ist. Dann nochmal das Hasbro-Logo. Und ja, genau. Und das war's. Ja, also ich muss sagen, also ich finde so vom Hintergrund her ist die Verpackung eigentlich schon ganz schön gemacht, aber ich finde halt hier ist halt Anna total störend, weil ich meine, sie ist ja noch nicht mal dabei. Ja, wie gesagt, es gibt Anna auch noch in ihrem Krönungsoutfit, also in ihrem als Königin von Arendelle. Kleiner Spoiler übrigens, wer den Film noch nicht gesehen hat. Und ja, ich hätte einfach schöne Bilder gefunden. Es hätten ja noch nicht mal zwei verschiedene sein müssen, jetzt vorne und da hinten. Es hätten ja auch von mir aus das gleiche sein können. Das eine halt ein bisschen kleiner und hinten halt ist dann in groß. Aber ja. War wahrscheinlich eine kleine Lizenzfrage, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt eben hier mal die schöne Elsa zeigen. Und zwar hat Elsa eben halt ihr offenes Haar. Was ich bei der Elsa ein bisschen verändern muss, sind ihre Haare, weil die sind mir ein bisschen zu strähnig. Ich meine, die sind zwar schön weich, aber die sind halt total strähnig. Und ja, hier haben sie ihr dann noch eine einzelne Strähne hier noch zu einem Zopf gebunden. Wollten sie wahrscheinlich so ein bisschen Mitläufer beim Disney Store sein, damit es halt ein bisschen mehr so
davon hängt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind ihre Haare echt schön, haben eine schöne Farbe auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich werde sie nur ein bisschen mehr stylen, werde noch ein paar Locken reinmachen vielleicht. Und auf jeden Fall auch ein bisschen waschen, weil die sind mir ein bisschen zu strähnig. Und ja, aber fettig sind sie nicht. Also kein Puppenfett irgendwie drin oder so. Ja, ihr Gesicht ist auch wunderschön. Sie hat ein schönes Lächeln. Halt das typisch neue Hasbro-Elsa-Gesicht. Und ja, sie hat ein schönes Make-up. Leicht rosa mit einem lilanen Strich noch dabei. Und eben dunkelroten Lippenstift. Und ihr Kleid ist eben das wie aus dem Film eben, wenn sie eben Zeige dich singt. Und ja, hier hinten ist übrigens der Schalter. Also am Anfang war es hier auf dem Stern. Und wenn man sie dann eben auspackt, dann muss man es eben nach unten drücken, damit sie eben das Lied dann in einer längeren Version singt. Ja, wie gesagt, ihr Kleid hat sie eben das an, was sie dann eben bekommt, wenn sie Zeige dich singt. Ich finde es wirklich wunderschön gemacht. Also es hat hier diesen schönen Druck mit den Kristallen, hier in den Ärmeln hat sie auch das Muster. Und ja, das Kleid glitzert auch total schön, hat eine total schöne Farbgebung. Auch hier unten die ganzen Kristalle, was ich auch schön finde, dass es auch wirklich ringsrum geht und nicht hinten aufhört. Und ja, und ihre Umhänge, nenne ich sie jetzt mal, haben hier auch Kristalle drauf, also richtig schön. Finde ich echt toll. Ist auch ein leichter, luftiger Stoff, also der weht auch schön ein bisschen, also ist nicht so steif. Ja, ihre Schuhe sind ein bisschen fail, weil da steht jetzt wiederum der Plattfuß beim Disney Store, weil Elsa trägt zu diesem Outfit keine High Heels. Aber sie sind schön, muss man sagen. Ja, bei der Elsa ist es jetzt so, ich tue mal hier den Puppenständer kurz weg. Sie ist auch beweglich, also sie kann hier ihre Beine auch bewegen. Hier an dem Bein ist übrigens das Batteriefach. Und ihre Beine sind auch nochmal so hell türkis, nenne ich es jetzt mal, oder eisblau angemalt. Also es soll halt dann die Leggings darstellen. Und ja, also wie gesagt, ich finde sie wirklich super schön. Ich habe jetzt, glaube ich, im Real habe ich sie gekauft für letzte Woche, oh Gott, lasst mich lügen, ich glaube 23, 24 Euro. Also ist voll okay. Und ja, und jetzt tue ich sie wieder auf ihren Ständer, damit ich sie wieder hinstellen kann. Und dann zeige ich euch mal ihr Gesangstalent. Was ich diesmal bei der Puppe schön finde, ist, dass sie auch wirklich die gleiche Stimme hat wie im Film gesanglich. Bei der im Abenteuer-Outfit war es ja so, da war es irgendwie eine andere Gesangsstimme, warum auch immer, keine Ahnung. Aber ja, und jetzt drücke ich einfach mal hier vorne drauf und dann singt sie. Ja, also sie singt auf jeden Fall eine richtig schöne Länge von dem Lied. Ich liebe das Lied auch total. Und ich hätte sie mir jetzt nicht gekauft, wenn sie jetzt nicht singen würde. Weil ich liebe ja allgemein singende Puppen. Und ja, jetzt mache ich noch schnell hier einen kleinen Vergleich, weil ich habe nämlich hier auch die vom Disney Store hier noch nebendran stehen. Und ich muss wirklich sagen, bei der Version hier stört mich, dass hier beim Kleid das so komisch A-förmig weggeht. Also dass das so wegspreizt. Das ist ja bei dem Kleid Gott sei Dank nicht. Klar, durch den Perlmutt-Effekt wirkt das Kleid jetzt ein bisschen schöner und wertvoller, nenne ich es jetzt mal. Aber trotzdem, Hasbro hat trotzdem auch an alle Dinger gedacht. Also hier, ne, haben sie das Muster. Hier ist es halt ein bisschen mehr ausgeprägt. Genauso halt allgemein hier das Muster. Aber was mir halt bei dem Hasbro-Kleid zum Beispiel jetzt auch besser gefällt, ist, dass es hier diesen Bogen hat. Und weil das hier stört mich total hier bei der Disney-Store-Version. Also, dass das halt so gerade ist. Das ist halt in Wirklichkeit nicht so. Das klettert wirklich so einen kleinen Bogen. Und das finde ich wiederum schön, dass es da eben gemacht haben. Aber so im Großen und Ganzen, gut hier der Umhang, also hier die Schleppen, die haben halt jetzt nicht das Muster drauf. Was auch wirklich so ist. Also Hasbro hat wirklich darauf geachtet, dass auch hier die Kristalle drauf sind. Disney Store nicht. Aber ich finde auch hier die Schleppen trotzdem schön, weil sie hier nochmal gefalten sind und eben schön glitzern. Das macht es natürlich auch nochmal ein wenig schöner. Aber im Großen und Ganzen
Ja, sie hat übrigens eine Leggings an, aber ich habe ja von ihr schon mal eine Review gemacht. Ich wollte euch nur noch mal die beiden ein wenig so nebendran stellen, damit ihr eben den Unterschied seht. Aber ich muss sagen, in dem Fall muss ich sagen, bin ich auch hier ein kleiner Hasbro-Fan. Obwohl ich jetzt, ja wie gesagt, die Disney-Store-Puppen bevorzuge. Aber bei der Hasbro-Elsa habe ich jetzt echt eine Ausnahme gemacht. Erstens, weil sie singt. Vor allen Dingen auch zeige dich. Und zweitens, weil ich das Kleid auch wirklich optisch sehr, sehr schön und gelungen finde. Und es sieht halt nicht so billig aus wie jetzt bei den Adventure-Puppen. Also die Anna und Elsa, die ja ihre Abenteuer-Outfits hier, ne, wie hier, eben anhaben. Die sahen schon recht billig gemacht aus, aber hier hat man wirklich sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben und auf jeden Fall mehr draus gemacht. Und ja, genau, das war meine kleine Review zu meiner Elsa, von meiner Musical Adventure Elsa. Sie singt übrigens nur in Deutsch, weil ich das auch gerade auf der Verpackung lese. Sie singt nicht auf mehreren Sprachen, sie singt wirklich nur auf Deutsch. Und ja, aber ich kann sie wirklich nur empfehlen, egal jetzt ob groß, ob kleine Fans. Ich finde sie wirklich total schön. Sie macht sich in meiner Sammlung sehr, sehr schön. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bye, bye.